Ein Tsunami ist eine besonders lange Wasserwelle, die nach Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Unterwasserlawinen und sogar Asteroideneinschlägen auftritt. Der größte Megatsunami, der jemals aufgezeichnet wurde, passierte am 9. Juli 1958 in Lituya Bay in Alaska. Diese Welle erreichte eine unfassbare Höhe von 524 Metern. Mit einer solchen Situation ist nicht zu spaßen. Und so wie du erfährst, dass sich dir ein Tsunami nähert, solltest du umgehend handeln, um dein eigenes Leben zu retten. Das Folgende solltest du unbedingt tun. Wenn du dich an Land befindest. Egal, ob du an der Küste wohnst oder nur fürs Wochenende dort bist, du solltest die Anzeichen eines heranrollenden Tsunamis kennen. Das kann ein ohrenbetäubendes Grollen vom Ozean her sein oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten des Meeres. Beispielsweise könnte sich das Wasser ganz plötzlich zurückziehen und den Meeresboden freilegen. Oder andersherum könnte eine Wasserwand am Horizont auftauchen. Achte auch auf seltsames Verhalten von Tieren. Wenn sie sich unerwartet zusammenfinden, sich in verschiedenen Ecken verkriechen, die Umgebung verlassen oder extreme Furcht zeigen, können das Anzeichen einer sich nähernden Naturkatastrophe sein. Sobald du eine Tsunami-Warnung hörst, warte nicht eine Sekunde. Verschwinde sofort. Lass deine persönlichen Gegenstände und Dokumente zurück. Das ist jetzt nicht der Moment, um an dein Eigentum zu denken. Schnapp dir deine Liebsten und benutze jegliche verfügbaren Fortbewegungsmittel, um dich von der Küste wegzubewegen. Steig in dein Auto oder aufs Fahrrad oder renn ganz einfach so schnell du kannst. Bewege dich so weit von der Küste weg wie möglich und begib dich in höher gelegene Hügel, Berge oder Wälder. Wenn möglich, begib dich mindestens 3 Kilometer ins Landesinnere und 30 Meter über den Meeresspiegel. Bist du von steigendem Wasser eingesperrt, lauf in das höchste und stabilste Gebäude und steig ganz nach oben. Das ist keine Ideallösung, da der Bau unter der Gewalt der Tsunamiwelle einstürzen kann, aber es ist immerhin etwas. Denk außerdem daran, dass Straßen oftmals von Tsunamis aufgerieben werden. Entsprechend könntest du Schwierigkeiten haben, deinen Weg zurückzufinden, wenn alles überstanden ist. In den meisten Fällen stehen Tsunamis in enger Verbindung mit Erdbeben. Deshalb solltest du versuchen, ins offene Gelände zu fliehen, wo du vermeidest, dass du von herabstürzenden Trümmern getroffen wirst. Hinzu kommt, dass du dich von Stromleitungen, Mauern, Brücken und sonst noch was fernhalten solltest. Selbst wenn diese Konstruktionen stabil genug aussehen, können sie bei einem Nachbeben einstürzen. Achte die ganze Zeit auf Tsunami-Warnungen und Evakuierungsbefehle. Solltest du dich nicht in einer Tsunami-Gefährdungszone befinden, bleib wo du bist und warte auf weitere Instruktionen. Vergiss nicht, dass Evakuierungsrouten in potenziell gefährlichen Gegenden oftmals mit speziellen Warnzeichen aus einer Welle und einem Pfeil markiert sind. Sie geben die Richtung höher gelegener Bereiche an. Solltest du ins Wasser fallen, halte dich an einem Baumstamm, einer Tür oder einem Floß fest. Kurz gesagt, finde etwas, das schwimmt. Je schneller, desto besser. Selbst wenn du glaubst, dass alles vorüber ist, entspanne dich auf keinen Fall vorschnell. Tsunamis kommen in Wellen und es kann gut Dutzende davon geben. Noch schlimmer, jede weitere könnte noch mächtiger sein als die vorangegangene und das kann stundenlang anhalten. Bereite dich also auf zusätzliche Wellen, Nachbeben und eine unerträgliche lange Wartezeit vor. Versuch, an verlässliche Informationen zu kommen, indem du Radio hörst. Mundpropaganda zu vertrauen ist keine gute Idee. Schlimmstenfalls kommst du zu früh zurück und wirst von den Wellen erwischt. Denk daran, dass du nicht nur den Tsunami selbst überleben musst, sondern auch dessen Nachwirkungen. Ist das Wasser erst einmal gesunken, werden sich tonnenweise gefährliche Trümmer auftun. Ignoriere auch nicht das Risiko eines Stromtods. Das Wasser kann aufgrund beschädigter unterirdischer Stromleitungen elektrisch geladen sein. Berühre auch keinerlei elektrische Geräte, wenn du im Wasser stehst oder sie selbst nass sind. Halte dich von Häusern und anderen Bauwerken fern, da diese nach der Flut instabil sein könnten. Weiter, was, wenn du auf dem Meer bist? Solltest du von einem herannahenden Tsunami hören, während du auf einem Boot oder einem Schiff bist, versuche so schnell wie möglich tiefe Gewässer zu erreichen. Die sicherste Tiefe sind mindestens 45 Meter. Die Sache auf dem offenen Meer ist, dass Tsunamiwellen eine überwältigende Länge von hunderten Kilometern erreichen können, aber oft nicht mehr als ein paar Meter hoch sind. Andererseits bewegen sich solche Wellen fernab der Küste für gewöhnlich mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometer pro Stunde vorwärts. Doch kommt eine Welle dem Land näher, verlangsamt sie sich auf 50 km pro Stunde und nimmt an Größe zu. Falls du gerade surfst und sich dir ein Tsunami nähert, paddle Richtung Land und flüchte zum höchsten Punkt, den du finden kannst.
Du könntest noch immer einige kostbare Minuten haben, bevor der Tsunami auf den Strand kracht. Nähert sich ein Tsunami, während du weit weg vom Land bist, paddle Richtung Horizont und in tiefes Wasser. Dort spürst du die brachiale Gewalt der Wellen möglicherweise nicht so stark. Außerdem hast du einen Schwimmkörper bei dir. Und auf offener See musst du dir keine Sorgen um gefährliche Trümmer machen. Wenn du es zu guter Letzt geschafft hast, von der Küste wegzupaddeln und fürs Erste außer Gefahr bist, überstürze es nicht mit deiner Rückkehr an Land. Warte wenigstens ein paar Stunden. Tsunamis halten oft für eine Weile an. Die Wellen eines Tsunamis können eine Geschwindigkeit von 30 bis 50 km pro Stunde und eine Höhe von 3 bis 30 Metern erreichen. Sie können bis zu 16 Kilometer ins Landesinnere schwappen und katastrophale Überflutungen auslösen, in denen alle möglichen Transport- und Kommunikationsmittel zerstört werden können, sowie die Trinkwasserversorgung. Ungefähr 80% aller Tsunamis entstehen im Pazifischen Feuerring, einer seismisch aktiven Zone mit 452 Vulkanen und der höchsten Anzahl von Erdbeben auf der Welt. Wird eine Person erst von einem Tsunami erfasst und weggeschwemmt, sind ihre Überlebenschancen gleich gering bis null. Allerdings ist das nicht vollkommen unmöglich. Das größte jemals aufgezeichnete Erdbeben trat am 22. Mai 1960 vor der Küste von Südchile auf und erreichte markerschütternde 9,5 auf der Richterskala. Die zerstörerischen Megatsunamis, die dieses Erdbeben auslöste, trafen nicht nur Chile, sondern auch Hawaii, die Philippinen und Japan. Zu dem Zeitpunkt, als die Erde aufgehört hat zu beben, war sich Dennis Garcia, der in der chilenischen Hafenstadt Coral wohnte, noch nicht der schieren Gewalt der Katastrophe bewusst. Nicht wissend, dass seine Verwandten sich in höher gelegene Gegenden gerettet hatten und in Sicherheit waren, suchte der Mann panisch nach seiner Familie. Da bemerkte Garcia etwas Skurriles. Als er sich zur Bucht von Coral umdrehte, sah er, dass all das Wasser sich zurückgezogen und den Meeresboden freigelegt hatte. Ein solches verblüffendes Phänomen hatte Garcia noch nie zuvor beobachtet, also beschloss er, es sich näher anzusehen. Das erwies sich als ein fataler Fehler. In seiner Ablenkung bemerkte der Mann nicht die 12 Meter hohe Tsunamiwelle, die auf ihn zuraste, bis es zu spät war. Was Dennis Garcia an diesem Tag rettete, war ein Trümmerteil, an dem er sich festklammern konnte. Er verbrachte Stunden damit, von den tobenden Wellen umhergeworfen zu werden, bis er schließlich auf das Dach eines Hauses klettern konnte, an dem er vorübertrieb. Glücklicherweise überlebte er so und konnte seine Geschichte erzählen. Vergiss aber nicht, dass so eine wundersame Überlebensgeschichte einmal in einer Million vorkommt. Aus diesem Grund solltest du, sobald du von einem herannahenden Tsunami hörst, keine Zeit vergeuden und umgehend die Tipps aus diesem Video befolgen. Falls du noch weitere Empfehlungen hast, die dir in einem Tsunami das Leben retten können, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video einen Daumen hoch und teile es mit Freunden und Freundinnen. Aber hey, mach dich noch nicht davon. Wir haben über 2000 coole Videos, die du dir ansehen kannst. Klicke einfach auf das linke oder das rechte Video. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.